Der Rachefeldzug ist in vollem Gange. Stefan Ross, der Schlagerstar, und seine Ex Anna-Karina Wojcik liefern sich ein bizarrer Wettstreit. Verletzte Gefühle und gekränkter Stolz treiben die Menschen manchmal zu seltsamen Taten. Das aktuelle Verhalten von Stefan Ross wirft Fragen auf und lässt vermuten, dass die Trennung von Anna-Karina Wojcik ihn immer noch stark belastet. Trennungen verlaufen selten harmonisch. Oft stürzt sich einer der beiden in einen Neuanfang, während der andere seine Wunden leckt. Bei diesem einstigen Schlagertraumpaar scheint sich dieses Muster zu wiederholen. Während Anna-Karina ihr neues Glück unbeschwert genießt und großzügig mit der Welt und ihrem Ex teilt, scheint der Schlagermoderator das Scheitern ihrer Beziehung noch nicht wirklich verarbeitet zu haben. Sein derzeitiges Verhalten ist kaum anders zu erklären. Aber von Anfang an, schon im Februar, postete Anna-Karina Wojcik nach der öffentlichen Trennung von Ross demonstrativ verliebte Urlaubsbilder mit ihrem neuen Schatz Daniel vor der traumhaften Kulisse der Dominikanischen Republik. Alle sollten sehen, wie gut es ihr ohne Stefan geht. Und nun erreichen uns strahlende Bilder von ihrem aktuellen Liebesurlaub an der Côte d'Azur. Auffällig ist, dass ihr sichtlich verärgerter Ex beide Male sofort mit eigenen malerischen Ferienimpressionen reagierte, auf denen er mit seiner neuen Partnerin, Anna-Karinas einstiger Busenfreundin Eva Luginger, zu sehen ist. Und beide Male hatte er einen professionellen Fotografen dabei, um sein neues Glück medienwirksam in Szene zu setzen. Nach Annas erstem Pärchenurlaub mit Daniel zog es ihn und Eva nach Ägypten, und jetzt, nachdem Anna ihre verliebten Nizza-Bilder gepostet hat, tauchten sofort Schnappschüsse von Stefan vor einer Palmenkulisse auf. "Wir machen hier ein tolles Fotoshooting", lässt er seine Follower wissen, grinst in die Kamera seines Haus- und Hoffotografen und zieht seine Eva ins Bild, während er sagt: "Schatz, sag mal guten Morgen." Damit soll niemand ihre Zweisamkeit übersehen können. "Wir grüßen euch vom wunderschönen Strand von Playa del Carmen in Cancun", plaudert er mit dem Rauschen des Meeres im Hintergrund. Unausgesprochen, aber deutlich hörbar, schwingt eine gehässige Botschaft an seine Ex mit, nach dem Motto: "Schau nur, was du kannst, das kann ich schon lange." Doch das dürfte Anna-Karinas junges Liebesglück nicht trüben. Im Gegenteil, wahrscheinlich plant sie mit ihrem Daniel bereits den nächsten Traumurlaub. Immerhin hat sie vor einiger Zeit gegenüber Closer offenbart, dass sie nach den 6 gemeinsamen Jahren mit Stefan großen Nachholbedarf in Sachen Reisen und Freizeit hat. "Ich würde gerne öfter verreisen und meine Freizeit genießen." Immerhin waren sie